Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Und heute anscheinend mal wieder auf Mirage. Ist mir schon aufgefallen, Mirage ist irgendwie ziemlich oft hier in Overwatch drinnen. Aber ich habe heute mal das erste Mal, sage ich mal, über die neue... Na? Mir fällt da der Name nicht ein von diesem verfickten Update. Aber irgendwie ist das Panorama UI, heißt es ja. Und dachte ich mir, das könnte vielleicht, es ist halt interessant, es ist eine nice Optik und ich glaube, das werde ich in Zukunft jetzt auch immer so machen. Die letzte Case-Opening-Folge habe ich auch so aufgenommen in diesem, okay. Es ist aber wieder Warm-Up. Der hat 28,3, aber das ist jetzt nichts Besonderes, weil so 30, 40 Kills im Warm-Up habe ich auch schon hin und wieder mal gemacht. Ist auch nicht schwer, wenn du zum Beispiel im Gegner-Team jetzt, sag ich mal, da sind viele Leute AFK im Warm-Up und du stehst halt dort und farmst die richtig. Aber was mir jetzt schon mal auffällt, er aimt genau, Crosshair Placement ist on peak. Der übt da auch mehr oder weniger so die Flickshots. Aber eigentlich nichts Besonderes. Mal gucken, wie der dann im Game performt. Aber ich schätze auch, dass er dann ziemlich gut drücken wird. Und weil ich auch das letzte Mal gefragt bin, woher man das erkennen kann, ob der jetzt zum Beispiel beim Bunny Hoppen, ob der jetzt ein Script hat oder ob das legit ist. Beim Script, wenn du mit einem Script Bunny hoppst, dann ist das Sichtfeld eigentlich immer geradeaus und du machst halt immer diese Bunny Hop-Sprünge. Beim Legit Bunny Hoppen, wie soll ich das jetzt erklären? Du schaust halt mit der Maus, du immer nur so leicht nach links und rechts. Und es ist jetzt so eine Links-Rechts-Bewegung drinnen im Sprung. Beim letzten Overwatch war ja ein Boy mit Bunny Hop Script drinnen. Da ist zum Beispiel der perfekte Vergleich. Der hat einfach am Street nur geradeaus geguckt. Das Sichtfeld hat sich jetzt nicht nach links oder rechts bewegt. Der war einfach nur auf schnellen Wege und ja. Wobei jetzt gerade ein Bunny Hop, was der auf Short gemacht hatte, das war auch nicht ganz. Ja, war komisch. Und dass der jetzt Window so abnimmt, das ist jetzt ja normal. Window steht meistens immer wieder. Und covert von dort halt Mitte. Ich schätze mal, dass der Boy smurft. 4-0. Aber da hat ein Teammeter 3-0. Also für ein Report ist das bis jetzt noch zu wenig. Also ich sag mal 4, ja. Ein Teammate AFK. Sowas könnte man reporten. Ich meine, wenn in der Runde AFK ist, ja, ist halt auch nicht. Kein Report grundwürdig, aber wenn der, sag ich mal, mehrere Runden auf Kam Spawn steht, dann kann man dann ruhig mal einen Report drücken wegen Griefing. Aber der hat bis jetzt noch, noch immer zu null. Short schätze ich mal, wird jetzt nicht mehr pushen, der hat die Lektion gelernt von letzter Runde, aber er kommt doch wieder vor. Der sieht hier auf Short, der aimt halt jetzt Mitte ab. Ja. Und kassiert. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach, also bis jetzt, sage ich mal, ja, Legend Player wird höchstwahrscheinlich smurfen von der niedrigeren Elo. Der checkt das Spiel schon sehr. Ich sag mal, LEM auf jetzt. Jetzt wird's interessant.
Wieso wird mir da der angezeigt, die Nummer 7? In den T-Shirt. Also der hat ihm nichts, der hat nur die Glock, das ist der eine, was AFK am Spawn steht. Ja. So, der Gegner saved mal Kitchen. Der wird dann nicht mehr kommen. Aber ich finde das Overlay eigentlich richtig nice im Game. Das ist richtig clean, kantig und zum Beispiel im Scoreboard, das ist da hinten so, ne? Der Hintergrund vom Scoreboard ist halt so leicht geblurrt. Oder unscharf. Das finde ich halt ein richtig... Es ist einfach jetzt der heutigen Zeit angepasst. So von der Optik hier. Zwei Terrorists sind noch am Leben. Einer pusht Palace durch von den Gegnern. Wenn die da noch ein bisschen abwarten könnten, die den abfangen. Aber er spielt das auch gut runter. Er kommt halt so, aimt stairs mal ab, dann Jungle rüber, piekt er leicht, hat zum Beispiel auch vorhin die AWP geholt, dann gleich CT abbeamen. Also der geht jetzt halt wirklich auch systematisch durch, wo er stehen könnte. Da sind Mate wurde geholt. Oha, okay, das war jetzt seltsam. Der Boy nicht vielleicht doch anhat. Der eine Double Kill, also der Klatsch letzte Runde, der war schon sehr verdächtig. Ich meine, ja gut, so lucky Sachen passieren dann halt doch auch hin und wieder. Wenn man dann halt so in Panik dann mal rüber flippt und switcht und gerade noch der eine Bullet mit den Header reinlackt. Aber ja gut. So, zwei Gegner sind noch am Leben. Einer hat Jungle bei Window drinnen. Der andere kommt Connector hoch. Und dann kriegst du die. Nee, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist der Spieler clean. Also für Report wäre mir das jetzt zu wenig. Der eine Shot war halt jetzt vorhin, also der Double Kill war okay, der war ja strange, aber passiert hin und wieder. Passiert mir auch hin und wieder. Das ist halt so einer der Momente, wo man denkt, so what the fuck, wie nice bin ich eigentlich. Mal kurz gucken, es war auch sein erster Tod vorhin, ja, 12-1. So, die Bombe ist aber B. Die pushen hier A. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der Call, Bomb down B. Switchen. Es ist nur noch ein Gegner, sie wissen, dass der Kitchen drinnen steht. Der ist wieder bei dem Spot up bei ihm, ja, jetzt überhaupt nachdem die Flash kam. Wir wissen, dass B und Spot kann entweder Bench oder Van sein. Der steht auch da so dazwischen. Also der aimt da ab. Okay. Jetzt kriegt er wahrscheinlich den Call, der steht Bench. Aber der spielt das schon sehr gut. Smoked Van ab, dann kann er der Bench abnehmen, falls er nicht dann doch noch auf Van rotiert. Jetzt wird der wahrscheinlich ja entweder Kitchen oder Van predicten. Oder er croucht halt hinter Bench. Und dass der halt jetzt auf Spot steht, weiß der gar nicht. Eben.
Er hat keine Zeit, um den pushen, ja. Aber er spielt es gut. Das macht doch irgendwie, wenn ich Bock den zum Zuschauen. Ich mal jetzt den Arco machen. In dem Fall ist, würde ich einen Molotov Window reinwerfen und dann hochpushen. Spray Control ist eigentlich auch am Start, also. Ja. So, Crawl kommt, letzter ist Jungle. Weil das mit dem Hinweis Bombe ist gelegt, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur mir angezeigt wird oder dann in-game auch bei jedem, sage ich mal, bei jedem Spieler. Weil ich meine, davor war ja das ja nicht so. Das Problem ist ja, man kann ja das noch nicht online spielen, also in den Matchmaking, aber es wäre halt irgendwie nice. So, Zielhilfe. Er hat zwar viele Headers verteilt und der eine Situation, wo er da im Klatsch war, wo er die zwei Gegner weggeholt hat, war ja. Also wenn er das öfters gemacht hätte, beziehungsweise in jeder Runde passiert, wäre dann okay. Dann wäre es nicht mehr lächerlich, aber wenn es jetzt einmal passiert, ja gut. Bringe ich auch hin und wieder mal. Also, aber für Report ist mir das Ganze zu wenig. Und Griefing überhaupt nicht. So, eure Meinung würde mich interessieren. In den Infokarten könnt ihr abstimmen, ja, nein. Oder ihr wisst es nicht. Werde ich wieder so eine Umfrage machen. Würde mich auch eure Meinung interessieren. Ihr könnt sie mir auch in die Kommentare schreiben. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls freuen. Wie gesagt, ich bin jetzt kurz vor den 1000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt an eure, wenn nicht, Mates, Freunde, Familienmitglieder, eurer Oma oder what the fuck, wie noch immer. Aber ich habe da schon, sage ich mal, ein Giveaway vorbereitet als 1K Special. Und desto schneller wir das erreichen, desto schneller bekommt ihr halt auch das Giveaway. Ansonsten sage ich nur noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.